Ja, hallo Herr Giesen. Also mein Name ist Manuel Bommann, ich bin Vorstandsvorsitzende der APPD Balingen. Erstmal wollte ich Sie noch willkommen heißen in unserer schönen Kulturstadt. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht mehr Lust hätten, mitzukommen, erstmal so richtig reinzusaufen, Kabel grünen und Sie können auch Ihre Securities mitnehmen. Ja, dann wird es wieder so wie früher, ob Sie gar nicht dazu Lust hätten. Dankeschön. Jetzt gib mir die Brille. Ich will wissen, was er sagt. Sarah, gib mir mal die Brille. Ich nehme doch einfach gut, okay, dann fangen wir mal mit den beiden an. Na, dann würde ich sagen, dann fangen wir nicht nur mit den beiden an, sondern mit denen hören wir auch auf. Oder gibt es jetzt noch weitere Fragen? Also, ich fange mal mit dem letzten an. Ich bin jetzt 58 Jahre alt. Ich hatte ein schwieriges Jahr. Das liegt jetzt so 2 Jahre zurück mit immerhin 3 Infarkten und auch einer Operation am Kopf. Und da musste ich einfach lernen, mich etwas zu beherrschen. Also, ich kann das auch so erklären. Ich gehöre natürlich zu dieser kleinen Gruppe sogenannter Intellektueller, die auf ihren Körper nie Rücksicht genommen haben. Und zwar, in deinem Alter ist das ganz eindeutig, der macht ja alles, was du willst. Ne? Wenn du wohin gehst, der kommt ja mit. Das heißt, du nimmst auf ihn keine Rücksicht. Und was ich wirklich gelernt habe, ist, wenn ich auf ihn gar keine Rücksicht nehme, dann bezahle ich das Feuer. Ich muss also eine Gemeinsamkeit herstellen. Und da ich morgen nach Aachen muss, und da soll ja noch eine Büttenrede halten, wo heute schon sowas ganz schlecht ist, dass ich das gar nicht näher beschreiben kann, werde ich mich jetzt nicht sinnlos besaufen und dann morgen völlig auszufallen, zur Freude der Union in Deutschland. Also, ich muss mir da was anderes einfallen lassen, aber für das Angebot bedanke ich mich ganz herzlich. Und zur ersten Frage.